Bürger sind unzufrieden. Die Menschen im Land Brandenburg sind auf Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht gut zu sprechen. Das ergab eine Umfrage der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und Statistische Analysen mbH im Auftrag der Mediengruppe RTL. Demnach äußerten sich 45%, dass sie mit Dietmar Woidke nicht zufrieden sind. Nominierung ist raus. Die Kandidaten für den Cottbusser des Jahres stehen fest. Darunter sind zum Beispiel Jörn Harnitsch oder der Jazz Dance Club 99. Noch bis zum 28. Februar können Sie bei Radio Cottbus oder dem Wochenkurier für Ihren Cottbusser des Jahres abstimmen. Der Sieger wird dann mit 1000 Euro und der gläsernen Pyramide ausgezeichnet. Auch Sie als Wähler gehen nicht leer aus. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost. Siegerehrung des Cottbusser des Jahres ist am 20. März. Der große Sprung. Das internationale Springer-Meeting steht an. Bereits zum 16. Mal treffen sich Top-Athleten im Hoch- und Stabsprung. Auch der Weltmeister Sam Kendricks nimmt dieses Jahr teil. Er beginnt seine Saison in Cottbus. Das Turnier beginnt morgen um 18 Uhr in der Lausitz-Arena.